Maybrit Illner. Und die begrüßt die Gäste dieses Abends ausgesprochen herzlich. Und wir fangen mit der Aktualität an und die ist nicht schön. Drei Terroranschläge heute Abend in Afghanistan, in Kabul. Herr Merz, mit Toten zu beklagen. Die Bundeswehr hat die deutsche Luftbrücke beendet. Wer hilft eigentlich nach dem 31.8., wenn dann auch die Amerikaner rausgehen und vielleicht auch die Franzosen und vielleicht auch die Briten? Wer hilft dann eigentlich den Afghanen? Es sind schreckliche Bilder, die wir heute Abend sehen. Wir mussten sie erwarten. Diese Angriffe des Islamischen Staates, der vermutlich dahinter steckt, sind ja schon seit Tagen Gegenstand auch der Medienberichterstattung. Richtig. Diese Mission endet in einem vollkommen Desaster. Schlimmer als das, was die Amerikaner 1975 in Vietnam erlebt haben. Und wir werden lange brauchen, um das aufzuarbeiten und auch die Frage zu beantworten, die Sie gerade gestellt haben. Das kann heute niemand seriös beantworten. Ich finde, die erste Antwort, die man vielleicht geben kann, wir müssten eigentlich in der Lage sein, in solchen Situationen unsere Staatsbürger, aber auch unsere Soldatinnen und Soldaten schnell wieder herauszuholen und dies auch sicher, einen Flughafen abzusichern und das auch die eigenen Staatsbürger herauszuholen. Das ist eigentlich das Mindeste, was eine Bundeswehr leisten können müsste. Aber das ist nur eine sehr vorläufige Antwort. Die deutschen Soldaten sollen in Sicherheit sein. Robert Habeck ist bei uns, einer der zwei Vorsitzenden der Grünen. Herr Habeck, kann man nach 20 Jahren sagen, dieser Einsatz war im Grunde ein guter Gedanke? Er sollte sich vom Irak unterscheiden und ein sogenannter guter Einsatz sein? Und er endete nur desaströs? Oder glauben Sie mit dem Blick auf dieses Ende, dass wir insgesamt viel vorsichtiger werden sollten in Bezug auf Militäreinsätze? Er war nicht ehrlich. Er war nicht ehrlich kommuniziert. Es war ein Krieg von vornherein. Es durfte nicht so genannt werden, sehr lange nicht. Und die militärische Niederlage wird jetzt noch überboten durch eine moralische Niederlage. In der Tat, so wie Friedrich Merz es gesagt hat. Weil das ist ein Desaster. Und die Menschen, die ihr Leben riskiert haben, im Vertrauen darauf, dass die Worte des Westens, der USA, der NATO, Deutschlands auch, was gelten, dass dort Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Zugang zu Medien, meinungsfreie Meinungsäußerung, Rechte für Frauen und für Mädchen eingeführt werden, die sind jetzt verraten und verkauft, doppelt verraten und verkauft. Begonnen wurde dieser Einsatz mal unter einem grünen Außenminister vor 20 Jahren und er wurde von den Grünen nie abgelehnt und nie im Bundestag bekämpft als Einsatz. Geht diese moralische Verantwortung auch an Sie? Es ist jedenfalls so, dass in den letzten 20 Jahren viel schiefgelaufen ist. In den letzten Jahren haben wir uns immer kritisch zu diesem Einsatz verhalten, wobei sich man darauf auch nicht zurückziehen darf. Wir haben ja jetzt gesehen, dass der überstürzte Truppenabzug in einer langen Kette von Fehlern der Schlussakkord war, die Schlusskette sozusagen dann geschlossen hat. Das war sicherlich in den letzten Monaten der fatale Fehler, also dass Donald Trump nur mit den Taliban geredet hat. Das hat das Signal an die afghanische Armee gesetzt. Ihr seid verraten und verkauft, wir gehen da jetzt raus, wir lassen euch alleine. Also auch der Truppenabzug selbst war so, wie er organisiert wurde, falsch und ein Problem, sodass am Ende alles falsch war. Das muss man so sagen, da ist kein Erfolg mehr da. Und vor allem die Soldaten und Soldatinnen, die da gekämpft haben, müssen sich auch im Stich gelassen fühlen. Also die Leute, die dort gestorben sind, Kameraden verloren haben, Leid erlebt haben und Leid zugefügt haben, auch die stehen ja jetzt vor dem Trauma, dass alles umsonst gewesen ist. Nein, es war kein guter Einsatz. Es war kein guter Einsatz. Und die Neukalibrierung der deutschen Außenpolitik muss danach erfolgen. Wir werden uns neu fragen müssen, welche Interessen wir vertreten, welche Interessen wir haben, welche Ziele, Einsätze haben, wie sie beendet werden, wer unsere Alliierten sind, ob sie erfolgreich durchgeführt werden können oder nicht. Und vieles mehr. Dazu kommen wir noch. Ich möchte unbedingt Dagmar Rosenfeld begrüßen, Journalistin, Chefreporterin, Redakteurin von der Welt. Die Grünen und die CDU sagen, Frau Rosenfeld, Deutschland und Europa müsse weltpolitikfähig gemacht werden. Sind wir davon Jahre oder Lichtjahre entfernt? Also Angela Merkel ist ja mal die letzte Verteidigerin des Westens. Das war die New York Times, hat sie so genannt. Die Anführerin der freien Welt, es war der Guardian, der sie so genannt hat. Und wenn man sich dann mal gestern ihre Regierungserklärung angehört hat zu diesem Afghanistan-Desaster, dann muss man sagen, sie ist maßlos überschätzt worden offenbar. Weil als Erklärung für dieses Desaster einen Satz hinzuhauen, wie im Nachhinein ist man
immer klüger, zu sagen, wir alle haben uns verschätzt, wir haben die Geschwindigkeit unterschätzt, also diese Schuld oder Verantwortung zu kollektivieren, zu internationalisieren. Das ist so ein bisschen, alle haben geirrt und dann ist eben im Nachhinein, der Irrtum erscheint als alternativlos. Das wird dem, was man ihr zugeschrieben hat, jedenfalls nicht gerecht. Wir gucken auch da nachher noch nach vorne. Blamieren sich, Herr Merz, in Kabul nicht nur ein Außenminister und eine Verteidigungsministerin, sondern eine Regierung und vielleicht sogar ein ganzes Land? Nein, es blamiert sich im Grunde genommen die westliche Staatengemeinschaft, die auch nie sauber analysiert hat, was denn nun eigentlich der Sinn und Zweck dieses Einsatzes sein soll. Aber bleiben wir doch mal in Deutschland. Über die Staatengemeinschaft kann man natürlich auch noch reden und was die Franzosen und Briten gemacht haben. Auf jeden Fall haben die schneller ihre Leute rausgeholt und die haben auch erst evakuiert. Also sie haben es insgesamt klüger angestellt, sagen wir es so. Sie haben den Rücktritt des SPD-Außenministers gefordert. Deshalb frage ich danach. Frau Kramp-Karrenbauer, müsste die nicht genauso zurücktreten? Also hat das Kanzleramt nicht geschlafen? Wo war die Kanzlerin? Warum war sie im Kino und nicht im Krisenstab? Müsste man sich diese Fragen nicht auch alle stellen? Also ich finde, dass die erste Verantwortung für die Sicherheit des Botschaftspersonals beim Außenminister liegt. Und diese Verantwortung ist er nicht gerecht geworden. Es hat ja Tage vorher Hinweise, Bitten gegeben, die Botschaft zu räumen, auch durch die Nachrichtendienste, und er ist dem nicht gefolgt. Nun kann man alle möglichen Versäumnisse hier zusätzlich feststellen. Man kann auch den Innenminister noch nennen und ja, den Entwicklungsminister. Es macht ja nun keinen Sinn. Im Übrigen 4 Wochen vor einer Bundestagswahl tritt niemand mehr zurück. Es ist auch im Grunde genommen unerheblich. Entscheidend ist doch, was folgt jetzt daraus. Ich würde übrigens gerne auch mal die Frage beantwortet wissen, was machen eigentlich Russland und China? Wie verhalten sich diese beiden Länder eigentlich? Die beiden Botschaften sind ja nicht geräumt worden, sondern im Gegenteil, sie sind aufgestockt worden. Also wir stehen hier vor einer wirklich, und Robert Habeck hat das, wie ich finde, richtig gesagt, wir stehen vor einer ganzen Neujustierung der deutschen, auch der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Und wenn ich Europa sage, dann sollten wir endlich aufhören, mal mit diesem Gerede über die europäische Armee. Wir sind ja noch nicht einmal in der Lage, eine europäische Außenpolitik konzeptionell zu entwerfen, geschweige denn operativ. Sehen Sie, so, ich möchte da stehen eine ganze Reihe von Fragen im Raum, die heute auch aus diesen aktuellen Ereignissen heraus gar nicht so schnell beantwortet werden können, das braucht es auch. Also ich möchte Friedrich Merz widersprechen, es ist nicht egal, was gewesen ist und jetzt nur nach vorne gucken. Eben. Es braucht eine ganz entschiedene Aufarbeitung dessen, was in den vergangenen Wochen in der Bundesregierung gelaufen ist. Ich finde, ein Untersuchungsausschuss. Das ist kein Widerspruch, Rosenwald, nur damit ich nicht missverstanden werde. Ich habe gesagt, es ist jetzt egal, was mit den Personen passiert. Das sind nicht die entscheidenden Faktoren. Entscheidend ist, was, und da sagen Sie es richtig, was jetzt daraus für Konsequenzen gezogen werden müssen. Und dafür müssen die Sachverhalte. Das heißt, Sie sind auch für einen Untersuchungsausschuss. Das muss man sehen, ob das ein Untersuchungsausschuss ist oder ob das andere Gremien sind, aber dass das aufgearbeitet werden muss, das ist völlig klar. Und dass CDU und SPD ein Löschmoratorium abgelehnt haben, was die Grünen gefordert haben, um eben alle Unterlagen inklusive SMS und Co. einsehen zu können. Ja. Ist das richtig, dass das halte ich für richtig. Also, dass jetzt Daten und Kommunikationsdaten gelöscht werden, die für die spätere Sachverhaltsaufklärung noch notwendig sind, halte ich für inakzeptabel. Also sind Sie für ein Löschmoratorium? Ich halte es für inakzeptabel, dass jetzt Daten gelöscht werden oder auch Kommunikationsdaten gelöscht werden. Im Übrigen glaube ich nicht, dass es überhaupt zulässig ist, so etwas zu tun. Das sind Regierungsdokumente und die werden natürlich für die Aufarbeitung gemacht. Ja, aber es geht ja um SMS und solche Sachen. Hat sich dafür angesetzt. Genau. Und es ist tatsächlich irgendwie auch eine Forderung der Opposition, wenn Sie sagen, Sie sind dafür und unterstützen es, dass es dazu nicht kommt, dass wichtige Inhalte gelöscht werden, ist das schon mal eine gute Nachricht. Dass Sie so zögerlich sind mit der Übernahme von Verantwortung, Herr Merz, wundert mich ein bisschen, weil man kann ja auch nur in die Zukunft mit einem anderen Ziel und mit einer anderen Konsequenz schauen, wenn man sagt, Menschen müssen auch verantwortlich sein für das, was sie tun. Und es war nun nachgewiesen, dass wir viel früher diese Kräfte, die uns unterstützen, unsere eigenen Leute, hätten da rausholen können. Ja, ich sag mal, persönliche Verantwortung aus politischem Fehlverhalten zu ziehen, ist ja etwas aus der Mode gekommen. Die Einzige, die sich hier wirklich zu ihrer persönlichen Verantwortung bekannt hat, aus dem Amt heraus, ist Annegret Kramp-Karrenbauer, die gesagt hat, diese Mission ist meine Verantwortung und wenn sie gelingt, steht meine Verantwortung auf dem Spiel. Ich finde, das ist aller Ehre wert und alles andere wird man
in Ruhe bearbeiten, aufarbeiten müssen. Ich habe nur gesagt, von den Personen unabhängig. Mhm. Das ist jetzt wirklich zweitrangig. Entscheidend ist, was ist da eigentlich passiert und was ist da falsch gelaufen? Und vor allem, was für Schlussfolgerungen ziehen wir daraus für die Zukunft? Mhm. Dann ähnliche Frage an Robert Habeck. Wie kann es sein, dass auch das Kanzleramt offensichtlich nicht informiert ist, dass ein Innenminister Visa-Ausstellungen mit Listen verfügt oder besser gesagt diese Visen gar nicht zulässt? Wie kann es sein, dass auch eine Bundeskanzlerin im Kino ist und nicht einen Krisenstab leitet? Ich stelle die gleiche Frage noch mal. Wie geht das? Ist das alles irgendwie dem Wahnsinn eines Tages zuzuschreiben? Naja, ohne nicht. Der Aufklärung, die tatsächlich ja erfolgen muss, und gut, dass Herr Merz gesagt hat, die Daten müssen erhalten bleiben, vielleicht setzt sich das ja durch in seiner Partei und in der amtierenden Regierung, kann man sicherlich drei Sachen schon sagen, ohne dem vorgreifen zu wollen. Nachgelagerte Dienste und Behörden müssen den Regierungsmitgliedern auch die Wahrheit sagen. Also es darf keine Atmosphäre entstehen, wo man das verschweigt, was eigentlich die Wirklichkeit ist, in dem vorauseilenden Gehorsam opportun ist, zu berichten. Auf den BND an? Das, oder auf die? Das muss man dann sozusagen im Detail sich anschauen. Aber wenn man jetzt das Versagen, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Dienste wussten, ist besser. Das sagen Sie, der BND sagt und das. Und haben es dann aber nicht so berichtet, dass die Regierung darüber dann klar entscheiden konnte, dann endet die politische Verantwortung trotzdem nicht beim BND, sondern ist die Pflicht auch von Ministerinnen und Ministern, die Leute dazu zu bringen, ihnen die Wahrheit zu sagen, damit sie wahrhaftige Entscheidungen treffen können. Das ist das Erste, was aufgeklärt werden muss. Das Zweite, das wird man, denke ich, sagen dürfen, ohne zu unfair mit der Regierung zu sein, der Zustand der Verantwortungslosigkeit ist natürlich grassierend. Das betrifft jetzt in diesem Fall die Verantwortung für die Lageeinschätzung in Afghanistan. Keiner will es gewesen sein. Innenministerium, Außenministerium, Verteidigungsministerium, Kanzleramt, BND, alle sagen, ich nicht. Schmeißt die Verantwortung wie eine heiße Kartoffel weg. Eine Regierung, wo keiner es gewesen sein will, braucht aber kein Mensch. Also das Privileg, einem Land zu dienen, ist ja noch immer ein hohes. Also brauchen wir ein Selbstverständnis. Das heißt, ich will es immer gewesen sein. Anders kann es nicht funktionieren. Das ist grassierend. Und das Dritte ist, dass eine Fehlerkultur dann auch zugegeben werden muss. Ich finde, wenn Menschen sagen, meine Verantwortung, ich bin dafür verantwortlich, dass der Lagebericht nicht überarbeitet wurde, aus folgenden Gründen vertrete ich das, dann kann man darüber streiten, ob die Gründe gut genug waren oder nicht. Aber dieses Wegducken aus der Verantwortung ist schwer erträglich. Ich habe noch eine Frage an Herrn Habeck, wenn ich darf. Unbedingt. Sie reden über Verantwortung, über moralische Werte, über diesen Einsatz und die Verantwortung dieses Landes auch für die Menschen in Afghanistan. Die Linkspartei hat ja gestern dem Einsatz der Bundeswehr, dem Evakuierungseinsatz, hat sie sich enthalten. Wenn den Grünen diese Werte so viel bedeuten, dann müssten sie doch spätestens seit gestern eine Koalition mit der Linken ausschließen. Ich halte das für einen fatalen Fehler, was die Linkspartei gemacht hat. Denn was sollte man in dieser Situation denn sonst anderes tun, als mit Hilfe der Bundeswehr möglichst viele Menschenleben zu retten? Und deswegen nimmt sich die Linkspartei, wenn sie so weitermacht, selbst aus dem Spiel der politischen Verantwortung. Also das ist ja Verantwortungslosigkeit, was gezeigt worden ist. Das ist nicht regierungsfähig, was die Linkspartei da gestern also gemacht hat. Kommt die Linkspartei für Sie als Koalitionspartner in Frage, ja oder nein? Sie ist eine demokratische Partei, mit der man sich auseinandersetzen muss und mit der man auch reden kann. Aber wenn sie sich so aufstellt, ist sie selber nicht in der Lage, eine Regierung zu tragen. Wir machen weiter mit den Fragen zur Sache, so schwer das auch fällt. Aber es geht jetzt um die Menschen und es geht vor allen Dingen um die Menschen vor Ort. Wie groß muss diese große humanitäre Geste sein, von der Joschka Fischer gesprochen hat und nicht nur er gesprochen hat, Herr Habeck? Reden wir über 10.000 Menschen, über 50.000 Menschen. Wem helfen wir? Es ist keine humanitäre Geste, mit Verlaub. In diesem Fall ist die Sache anders gelagert als beispielsweise bei dem Krieg in Syrien. Es geht hier um die Menschen, denen wir quasi ein Wort gegeben haben. Mhm. Wenn Anstand und Verantwortung und zu seinem Wort stehen irgendetwas bedeutet, dann erlischt unsere Verantwortung diesen Menschen, die uns geholfen haben, der Bundeswehr geholfen haben, die dafür gesorgt haben, dass Ministerin oder Kanzlerin auf Truppenbesuch abends beim ZDF auf dem Fernsehen zu sehen waren. Die lischt nicht, weil die Truppen abziehen, sondern wir haben eine Verpflichtung,
irgendwelche Wege zu finden, mit den Taliban zu reden, mit den Nachbarstaaten zu reden, die Leute da rauszukriegen, auch über den 31.8. oder über den heutigen Tag hinaus. Gut. Das hat aber nichts mit Humanität zu tun oder humanitärer Größe oder so etwas. Es ist nicht Hilfsbereitschaft, es ist moralische Verpflichtung, an dieser Stelle diesen Menschen konkret gegenüber, die für den Westen, für uns gearbeitet haben und ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um diesem Land Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu geben. Und dann haben wir über das eine geredet und automatisch sprechen manche Politiker davon, dass wir 2015 unbedingt verhindern müssen. Wir reden jetzt also auch über eine mögliche Flüchtlingsbewegung, die es aus diesem Land geben kann, wiewohl man sich das bizarrerweise jetzt ja überhaupt nicht vorstellt, weil man offensichtlich aus dem Land nicht rauskommt. In welcher Größenordnung, denken Sie, wird Deutschland da mit Menschen aus Afghanistan rechnen müssen? Die Situation ist mit 2015 überhaupt nicht vergleichbar. Wie eben schon hergeleitet, wir haben eine ganz andere moralische Verpflichtung. Es geht um eine spezifisch zu definierende Gruppe, die im Vertrauen auf unser Wort gehandelt hat. Und die Menschen kommen nicht raus. Ich höre auch, dass der Kabuler Flughafen im Grunde demoliert wird gerade. Ich bin mal gespannt, ob danach er zivil genutzt werden kann. Die Nachbarstaaten machen die Grenzen dicht. Das Einzige, was mit 2015 vielleicht vergleichbar ist, ist die komplett mangelnde Vorbereitung der Bundesregierung. Das ähnelt sich in der Tat. Ansonsten sind die beiden Situationen jeweils einzeln zu betrachten. Also die Kraft der Differenzierung sollte Politik schon immer noch aufbringen. Es war bemerkenswert, wie schnell dieses Wort oder diese Jahreszahl 2015 in der Runde war. Obwohl es eigentlich bisher überhaupt keinen Anlass gibt, darauf zu spekulieren. Glauben Sie, dass diese Migration noch ein Wahlkampfthema wird, Frau Rosenfeld? Oder sagen Sie, es erübrigt sich in den nächsten 4 Wochen, das zu Thema? Ich glaube, dass die Migration kein Thema in diesem Wahlkampf sein wird. Und 2015, also es ist ja bezeichnenderweise, waren es alles Unionspolitiker. Von Julia Klöckner über Markus Söder, Armin Laschet. Die diesen Satz nach dem Fall von Kabul sofort ins Spiel brachten. 2015 darf sich nicht wiederholen. Und da ist schon mein Eindruck, dass es da mehr um ein Trauma der Partei geht und dass sowas wie eine Selbstbeschwörung gewesen ist, als um eine tatsächliche Herausforderung. Weil es ist ja nun mal so, das Problem ist ja nicht, Menschen reinzulassen, sondern das Problem ist im Moment, die Menschen aus Afghanistan rauszuholen. Mhm. Herr Fried Münkler hat es auch gesagt heute in einem Interview mit Christ und Welt. Herr Merz, würden Sie sagen, auch diese 10.000 bis 50.000, da gibt es verschiedene Zahlen, Menschen, die uns geholfen haben im Land, sind natürlich unbedingt durch uns mit allen Mitteln aus Afghanistan zu holen? Oder machen Sie da ein Fragezeichen? Nein, ich mache da gar kein Fragezeichen dahinter. Wir müssten das versuchen, aber die realistische Chance, dass das gelingt, sinkt von Stunde zu Stunde. Und deswegen habe ich eben gesagt, wir müssten doch eigentlich in der Lage sein, mal mit unseren Streitkräften einen Flughafen abzusichern und die Zugänge zu einem Flughafen zu regeln. Nicht, und wenn der IS da kämpft. Aber ich sag mal, ja, es ist jetzt müßig, darüber zu diskutieren. Das ist jetzt passiert. Aber wir dürfen, glaube ich, auch jetzt hier nicht von falschen Erwartungen ausgehen. Da reden wir über viele tausend Menschen, die da betroffen sind. Auch solche, die vor vielen Jahren geholfen haben. Ja, dieser Einsatz dauert jetzt 20 Jahre. Da ist ja nun eine ganze Generation von Menschen groß geworden, die Deutschland hier und den NATO-Truppen geholfen hat. Also machen wir es mal realistisch. Wenn jetzt auch dieser Flughafen praktisch außer Betrieb geht, dann sind die Möglichkeiten, diese Menschen da rauszuholen, sehr begrenzt. Und sehr viele Möglichkeiten, mehr als die, die wir jetzt angewendet haben und die wir in den letzten Tagen gesehen haben, haben wir nicht. Also das ist eine bittere, aber glaube ich realistische und notwendige Erkenntnis. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Armin Laschet das mit 2015 sofort vergleicht? Wir kennen alle noch die Sätze von Horst Seehofer und natürlich auch von Ihnen und von anderen in dieser Zeit. Glauben Sie, dass wir überfordert werden könnten neuerlich mit Flüchtlingen, Im Augenblick teile ich die Einschätzung von Frau Rosenfeld. Wir haben die Situation nicht. Und es ist auch unwahrscheinlich, dass sie in den nächsten Wochen oder Monaten eintritt. Und insofern, die Vergleiche sind immer etwas gewagt und etwas mit verschiedenen Sachverhalten unterlegt. Insofern, wir haben im Augenblick keine Veranlassung, über eine neue Flüchtlingswelle in Deutschland zu diskutieren. Im Gegenteil, wir haben Anlass genug zu fragen, was ist da eigentlich passiert, wie können wir da noch helfen und wo enden da auch objektiv unsere Möglichkeiten? Wir sehen und merken nicht nur in dieser Frage, dass es tatsächlich auch große Politiker braucht, denn die Probleme sind groß und die Krisen, die zu lösen sind, sind groß.
Und wir schauen mal auf die politischen Angebote, die der Wähler hat. Viele Wähler, das hatte ich schon gesagt, sind überzeugt, dass nun ausgerechnet bei Grünen und der Union man sich für die zweitbesten Kandidaten entschieden hat. Und wir schauen mal auf die letzte Umfrage, die Union betreffend. Armin Laschet und Markus Söder. Schlechte Werte für Armin Laschet. Nur 23% der eigenen Anhängerinnen und Anhänger wollen ihn noch als Kanzlerkandidaten. 70% wünschen sich Markus Söder. Ist das reparabel, Herr Merz? Ja. Ja? Ja, ja, jetzt wir können. So im also wir haben eine schwierige Ausgangslage, aber wir haben schon häufiger in Bundestagswahlen vor schwierigen Ausgangslagen gestanden. Ich bin mir sicher, dass wir es schaffen können, bis zur Bundestagswahl am 26. September stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag zu werden. Mhm. Ich traue auch im Übrigen den Zahlen, die wir da im Augenblick sehen, nicht wirklich. Ich glaube, Allensbach liegt da näher dran als die anderen Meinungsforschungsinstitute. Ja. Aber gut, ich gucke auch nicht jeden Tag auf Meinungsumfragen. Ich mache bei mir zu Hause meinen Wahlkampf und ich bin in 40 Wahlkreisen auch außerhalb meines eigenen alten und aber Sie glauben, neuen Wahlkreises unterwegs. Ja, wir können innerhalb das, der Union, das sind Zahlen aus der Union. Ja, der entscheidende Punkt wird ja sein, wählen die Menschen in Deutschland zu einer relativen Mehrheit die CDU und die CSU. Mhm. Da steht ja Armin Laschet nur zum Teil auf dem Stimmzettel im größten Bundesland, Olaf Scholz in einem der kleinsten, Annalena Baerbock auch. Also am Ende des Tages wählen die Menschen ja auch Parteien. Mhm. Und Parteien sind mehr als nur die Spitzenkandidaten. Also ich bin da zuversichtlich, dass das gelingt. Und wie gesagt, wenn wir stärkste Fraktion werden im Deutschen Bundestag, dann haben wir den Auftrag zur Bildung einer Regierung. Ausgerechnet Markus Söder sieht sich selbst als großer Antreiber dieses Wahlkampfes. Und da hören wir noch mal auch ganz kurz in ihn rein. Es herrscht in der Union eine große Unruhe. Lasst uns endlich vernünftigen Wahlkampf machen. Es ist ganz wichtig, dass es nicht nur darum geht, sich mit Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren. Die Verantwortung für die Umfragen liegt nicht in Bayern. In Bayern hätten wir vielleicht ein besseres Ergebnis erzielen können, wäre ich Kanzlerkandidat geworden. Ja, warum empfinden Sie diese gut gemeinten Ratschläge, Herr Merz, als Schläge? Naja, also es sind ja teilweise schon etwas ältere Zitate, die Sie da gebracht haben. Na, die sind nicht von heute. Also der Schlafwagen ist schon mindestens 4 Wochen alt. Der ist ein bisschen älter. Ganz aber, alt, haben Sie gesagt. Das ist jetzt mittelfrisch. Naja, gut, aber in unseren Zeiten sind 4 Wochen ziemlich lang. Okay. Also noch Sie haben mal, ihn ja gerade erst mal ermahnt und das werden Sie nicht einfach so gemacht haben. Nein, ich habe auf Nachfrage gesagt, jetzt müssen wir mal zusammenhalten und müssen zusammenstehen und diesen Wahlkampf gemeinsam machen. Wir machen das und wir machen das auch in großer Geschlossenheit, wissend, dass die Lage schwierig ist. Aber wir stehen ja auch in einer tiefen Zäsur. Wir sind in sehr unsicheren Zeiten. Die Menschen suchen Antworten. Wir wissen, dass wir jetzt einen Regierungswechsel haben in Deutschland. Das ist seit 16 Jahren das erste Mal sicher, dass es einen Regierungswechsel gibt. Nicht erzählen. Warum sabotiert Markus Söder den Wahlkampf von Armin Laschet? Also das Gegenteil ist richtig, Frau Illner. Markus Söder macht Wahlkampf wie kaum ein Zweiter in der Union. Indem er macht immer Termine. Sagt, nein, wenn ich also schauen Sie der Kandidat in seinen Terminkalender. Gewesen wäre, nein, dann schauen Sie in seinen Terminkalender, schauen Sie in meinen Terminkalender. Frage, was er sagt. Wir machen Wahlkampf und zwar für Armin Laschet und für die CDU, eher für die CSU in Bayern. Und warten wir es mal ab. Es ist genau in einem Monat heute und ein Monat ist für einen guten Wahlkampf eine gute Zeit. Mhm. Und das meinen Sie wirklich ernst? Wenn ich es sage, meine ich es ernst. Okay, wir gehen mal zu den Grünen. Herr Habeck, Sie spielen um Platz 3 momentan. War das irgendwie noch vor 3 Monaten absehbar? Nein, wir spielen genauso um Platz 1 wie die anderen. Klar, im Moment liegen wir 2 Tore hinten, aber da bin ich bei Herrn Merz. 4 Wochen ist eine lange Zeit. Ist eine super lange Zeit. Und wir sind immer in der Lage, einen steilen Pass aus der Tiefe des Raumes nach vorne in den Strafraum zu spielen. Und zack, dreht sich das Ding. Ist komisch, dass man jetzt wenigstens anfangen muss zu lachen. Diese Geschichte mit dem Saarland habe ich auch immer noch nicht verstanden. Also da ist keine gültige Liste zustande gekommen. Und man hat lieber keinen Spitzenkandidaten als einen Mann? Nee, natürlich nicht. Das hat sich auch niemand gewünscht. Das ist unser eigenes Debakel. Ja. Also, da kann man lange drüber reden, wie das dahin gekommen ist. Aber ein Debakel ist es ohne Frage. Und da, wenn ich eben schon über Verantwortung gesprochen habe, da muss sich der Bundesvorstand selbst eben auch in die Pflicht nehmen, auch wenn man unmittelbar natürlich nicht
ich nicht im Saarland gelebt habe, aber wir haben als Bundesvorstand eine Verantwortung, den Erfolg der Partei maximal herzustellen bei der Bundestagswahl. Und wenn man in einem Bundesland die Grünen nicht wählen kann, ist das zumindest da an der Stelle schon mal durchbrochen. Also das ist ein großer Scheibenkleister. Und das haben Sie flott formuliert. Herr Merz fand übrigens, dass Sie als Kanzlerkandidat überhaupt nicht in Frage kommen. Oder sagen wir wenigstens für ihn nicht in Frage kommen. Wissen Sie das noch? Robert Habeck hat einfach zu viele Wissenslücken. Ich war mir deshalb sicher, dass Annalena Baerbock nominiert wird. Sie ist fleißig und medial präsent. Aber die mangelnde Berufs- und Regierungserfahrung spricht gegen sie. Es war aus dem April. Braucht man als Spitzenpolitiker manchmal Mut zur Lücke? Ich glaube, dass Twitter nicht das geeignetste Medium ist, dass Politiker sich dauernd äußern. Ich weiß nicht, wie Herr Merz da jetzt drauf guckt, aber ich glaube, viele würden sich wünschen, mal einen Tweet nicht abgesetzt zu haben. Okay. Deswegen ist Herr Habeck bei Instagram. Darum und ist er jetzt bei Instagram. Genau, er hat sich ja rechtzeitig abgemeldet. Absolut. Herr Merz, wollen Sie sich zu dieser Äußerung äußern? Braucht man irgendwie mit Blick jetzt auf die grüne Spitzenkandidatin vielleicht einen neuen Tweet von Ihnen oder also eine neue? Zumindest sag mal, ginge es den Grünen vermutlich heute besser, wenn Robert Habeck Kanzlerkandidat geworden wäre. Insofern also war zumindest diese Einschätzung im Hinblick auf die Performance der Spitzenkandidatin falsch. Aber gut, das ist so. Und auch da kann es noch Veränderungen geben. Also wir sind, wie gesagt, am Anfang der letzten Phase des Wahlkampfes und der entscheidet. Ginge es der CDU auch besser, wenn... Die Frage lag auf der Hand. Wenn nicht Markus Söder, geht ja nicht, aber Friedrich Merz, der Spitzenkandidat. Das ist eine reine Spekulation, darüber brauchen wir nicht lange nachzudenken. Es ist anders entschieden. Es ist anders entschieden und darunter leiden Sie offensichtlich aber nicht mehr so viel wie Markus Söder. Also Sie sehen mich hier nicht leidend, sondern Sie sehen mich hier kampfmutig, entschlossen und auch zu zuversichtlich, dass uns das gelingt. Und das ist nicht aufgesetzt, sondern das ist so gemeint, wie ich es sage. Ich habe genug Erfahrung, wie Wahlkämpfe laufen und wie kurzfristig auch Wahlkämpfe entschieden werden können. Wir haben dieses Jahr eine relativ frühe und lange Briefwahlphase. Das macht die Sache vielleicht ein bisschen schwieriger noch. Aber es wird am Ende abgerechnet und nicht einen Monat vorher. So, und dass Armin Laschet kein Team festlegt und nicht sagen kann, wer in seinem Team ist, das hat damit zu tun, dass er dann erklären müsste, dass Peter Altmaier und Frau Karliczek und Herr Scheuer und Frau Klöckner da nicht drin sind? Also ich bin nicht der Pressesprecher von Armin Laschet, da müssen Sie ihn danach fragen. Gleich. Er hat bestimmte Entscheidungen getroffen. Es wird jetzt auch noch Sie haben ja erklärt, dass es kein Team gibt. Das insofern dachte ich, dass Sie reden. Das ist so. Nein, das ist, ich habe das ja nur beschrieben. Ja. Und es wird trotzdem im Laufe der nächsten Tage und Wochen noch das ein oder andere geben, was auch noch mal klar macht, dass Armin Laschet ein guter Kanzlerkandidat ist und ein guter Kanzler wird. Und dann auch vielleicht das eine oder andere Gesicht noch hinzukommt. Frau Rosenfeld, ja. So viele Eigentore, so viele Eigentore in diesen letzten Wochen gab es dann eigentlich nur noch bei der Fußball-EM. Haben Sie das Gefühl, dass Annalena Baerbock und Armin Laschet wirklich ins Kanzleramt wollen? Also ihre Parteien wollen ins Kanzleramt und ich teile die Meinung, dass die Parteien beide nicht unbedingt die gefragtesten Kandidaten aufgestellt haben, um es mal so zu sagen. Und also das größte Problem der Union im Moment ist ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet. Und das zweitgrößte Problem der Union ist der Mann, der gerne Kanzlerkandidat geworden wäre und es nicht durfte und das nicht verwunden hat. Und der stellt sich hinter... Also Söder stellt sich hinter Armin Laschet und meint damit, ihm eigentlich in den Rücken zu fallen. Und das ist ein Gebaren, was die Union da gerade an den Tag legt. Das war früher mal bei der SPD so. Also den eigenen Kandidaten diskreditieren und sich möglichst viel mit sich selbst beschäftigen. Und das kommt beim Wähler nicht an. Also von Martin Schulz gibt es den berühmten Satz, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und das passiert gerade der Union. Bei den Grünen ist es so, die Ambitionen sind da, aber ich habe jetzt das erste Mal gedacht, vielleicht hat man parteiintern das Kanzleramt doch schon aufgegeben, als man jetzt gesagt hat, dass man ein Klimaministerium gründen möchte mit Vetorecht. Das ist ja quasi so ein Nebenkanzleramt. Und wenn man selber im Kanzleramt sitzt, dann braucht man kein Nebenkanzleramt. Und insofern ist das vielleicht schon sozusagen der vorausschauende Plan für die Niederlage, der mit so einem Klimaministerium dann eingepreist wird.
heißt. Darf ich es erklären? Sekunde, gerne. Gleich. Ich wollte noch mal nachfragen zur Union. Was glauben Sie, macht das beim Wähler aus, dass es bis zur letzten Minute oder sagen wir bis 4 Wochen vor der letzten Minute eben immer noch diesen Streit um die Unterstützung oder eine halbe Unterstützung oder eine Mehrfachbewerbung um diesen Job gibt? Was macht der Wähler daraus? Eine Partei, die mit sich beschäftigt ist, die suggeriert dem Wähler, dass sie für ihn wenig Zeit und wenig Raum hat. Und es ist ja noch viel mehr. Also Union, also CDU und CSU streiten darüber, was überhaupt in ihrem Wahlprogramm steht. Also die einen sagen Steuererleichterung, die andere sagt, da steht gar nichts über Steuern drin. Die einen sagen Kohleausstieg 2038, die CDU, die CSU sagt, da muss man schon früher raus. Solche Sachen sind nicht gerade wahlkampffördernd oder stimmenfördernd. Und dann auch Armin Laschet ist halt jemand, der Fettnäpfchen nicht unbedingt immer ausweicht. Und offenbar gibt es auch im Team drumherum niemanden, der ihn vor diesen Fettnäpfchen bewahrt. Und die Union hat halt unter 16 Jahren Merkel, hat man eben, also der Sinn und Zweck der Union aus eigener Perspektive ist das Kanzleramt. Das ging mit der Person Merkel immer ganz gut, weil hinter dieser Person die verschwommenen Inhalte nicht so aufgefallen sind. Jetzt ist Merkel weg und jetzt steht mit Armin Laschet, das muss man schon sagen, eine Person zur Wahl, die nicht genug Kontur hat, um die Konturlosigkeit der Union zu kaschieren. Zu überdecken. Und wenn Herr Merz Frau Rosenfeld zuhört, was denken Sie? Ja, ich denke natürlich darüber nach, was sie sagt. Das ist schon mal gut. Ja, ich höre ja auch zu. Aber da ist natürlich insofern etwas dran, weil 16 Jahre im Kanzleramt haben Spuren hinterlassen in der Partei. Das ist ja auch im Regierungsalltag nicht so ganz einfach, daneben eine politische Partei zu etablieren und dann auch für die Zukunft wirklich gut vorzubereiten. Da sind viele Dinge nachzuholen gewesen. Jetzt muss man einfach mal sagen, es ist keine Entschuldigung, aber wenigstens eine Erklärung. Wir sind natürlich durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie stark zurückgeworfen. Wir hatten eigentlich vor, im letzten Jahr ein Grundsatzprogramm zu diskutieren und zu verabschieden. Das ist nicht gelungen. Aus Corona-Gründen bei den Grünen. Sie haben es gemacht. Ja, Sie haben es gemacht. Sie haben es aber auch in der Opposition vorbereitet. Ja, das ist leichter als in der Regierung. Da sind die Kräfte doch anders gebunden. Es ist nur eine Erklärung, keine Entschuldigung. So eine richtig gute Erklärung ist es nicht. Vielleicht, ich drehe die Frage mal zurück. Ich verspreche, dass ich sie am Ende noch mal stelle. Und wir befassen uns jetzt einfach mal mit diesem Wahlprogramm. Das kann ja durchaus Sinn machen. Und wir gucken uns mal an, nachdem wir gefragt haben, haben wir die richtigen Köpfe für das, was da am 26.09. passiert? Auch eine nicht ganz unwichtige Frage, haben wir für die Zeit nach dieser Wahl dann eigentlich hinreichend Geld, um wirklich große Dinge in diesem Land zu bewegen? Und das fragen wir zunächst nicht uns, sondern jemanden, den ich sehr herzlich begrüße, Professor Achim Truger nämlich. Er ist Mitglied des Sachverständigenrates der Bundesregierung, ein Wirtschaftsweiser. Deutschland hat, Herr Truger, korrigieren Sie mich, 650 Milliarden Euro Schulden gemacht in der Corona-Krise. Für den Umbau zur Klimaneutralität bräuchte man noch viele Milliarden mehr. Wie viel finanziellen Spielraum hat diese Regierung eigentlich, wenn sie denn irgendwie zustande kommt? Wie viel Geld ist in der Kasse? Guten Abend, Frau Illner. Die Herausforderungen sind natürlich groß, das ist klar. Und die Corona-Krise hat erstmal natürlich große Lücken in den Haushalten und in der Planung hinterlassen. Es ist klar, wenn die Wirtschaft wirklich brutal abstürzt, wie das der Fall gewesen ist, und der Staat dann halt einspringt, dass da Riesendefizite sich bilden. Und mit der erholenden Konjunktur wird jetzt sozusagen die Lücke kleiner. Aber in allen Planungen bei Bund, bei Ländern, bei Kommunen ist natürlich die Lücke zu der Planung vor der Krise nach wie vor groß. Und wenn 2023 die Schuldenbremse beim Bund wieder greifen soll, bei den Ländern ist es kompliziert, weil wir haben ja 16 verschiedene Schuldenbremsen noch bei den Ländern. Da ist es, wie gesagt, unterschiedlich, aber da sind im Grunde genommen die Herausforderungen ähnlich. Yeah. Und das heißt, wenn die dann wieder greifen soll ab 2023? Genau, da sind die Spielräume
gering. Dann sind die gering. Herr Merz, Sie wollen Schulden abbauen und gleichzeitig investieren. Und das mit Schuldenbremse, mit angezogener Schuldenbremse? Die Schuldenbremse steht im Grundgesetz. Mhm. Im Übrigen haben wir auch einen Stabilitäts- und Wachstumspakt der Europäischen Union. Wir haben einen Maastricht-Vertrag, der uns verpflichtet, von dem ich hoffe, dass er Bestand hat. Spricht übrigens außer uns in Deutschland niemand darüber. Die Sozialdemokraten nicht, die Grünen nicht. Ja, sie wollen sie aufheben, nicht? Sie wollen die Schuldenbremse. Ganz Europa spricht darüber. Ganz Europa weiß, dass der Maastricht-Vertrag Europa kniebelt und fesselt und uns vom wirtschaftlichen Wachstum der Welt abkoppeln wird. Alle Regierungschefs Europas machen sich darüber Gedanken. Das mag sein. Dann sind wir die Letzten, die daran festhalten, was mal die Voraussetzung und die Bedingung für den Eintritt in den Euro war. Also ich halte daran fest und meine Partei auch. Mhm. Und das wird möglicherweise ein ziemlich großer Konflikt nach den Bundestagswahlen. Jetzt kommt wieder ein Name, den wir schon ein paar Mal im Mund hatten. Markus Söder verfolgt offensichtlich einen vollständig anderen Plan. Er hat zumindest eine Tür geöffnet. Letzte Regierungserklärung. Markus Söder. Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Frage der Ökologie, sondern auch der finanziellen Seriosität. Deswegen sollten wir auch überlegen, generell in Deutschland, ob der Klimaschutz als Daueraufgabe mit oder in welcher Form er mit der Schuldenbremse vereinbar ist. Aber einfach aussetzen geht nicht. Dies muss verfassungsrechtlich geklärt werden. So, da hat er schon mal auf jeden Fall die Tür geöffnet. Kann sich, ganz konkrete Frage, der Wähler also darauf einstellen, dass mit der Union in der Regierung die Schuldenbremse doch geöffnet wird, wenn nötig? Also Markus Söder hat ja nun gerade klar und deutlich gesagt, aussetzen geht nicht. Aussitzen oder aussetzen? Aussetzen geht nicht. So, und damit ist doch die Frage beantwortet. Und dann haben ihn offensichtlich viele missverstanden. Herr Habeck, Sie haben Markus Söder ausgesprochen gelobt für diese Regierungserklärung und gesagt, er hat offensichtlich verstanden, wie notwendig es ist, dass wir einen Investitionsschub haben in Deutschland. Ich springe noch mal kurz zurück zu dem, was Achim Truger gerade ausgeführt hat. Wir werden Geld in die Hand nehmen müssen oder es passiert nichts. Das ist nicht so schwer zu verstehen. Irgendjemand wird den Umbau der Wirtschaft, aber auch der Art, wie wir wohnen, wie wir uns fortbewegen, bezahlen müssen. Entweder jeder für sich, jedes Unternehmen für sich, oder wir nutzen die Kraft der Solidarität. Die gute Bonität, die Deutschland im Moment hat, liegt ja im Kern daran, dass alle so fleißig arbeiten, dass wir so eine starke Wirtschaft haben und so treue Staatsbürger sind. Deswegen werden wir an den Märkten als Staat, und der Staat, das sind ja letztlich wir alle, der Staat ist ja nicht irgendwie ein fernes Gespinst von irgendwelchen Kleptokraten, wie Christian Lindner es mal gesagt hat, das sind wir. Wir belohnen uns sozusagen in der Gemeinschaft. Und wie belohnen wir uns? Indem wir uns mit der Wirklichkeit auseinandersetzen, ähnlich wie wir es bei Afghanistan diskutiert haben. Wir belohnen uns mit der Wirklichkeit. Ja, und die Wirklichkeit sieht so aus, und das ist der Unterschied zu der Situation von vor 10 Jahren, dass damals die Zinsen auf Kredite sehr hoch waren. Und heute sind sie null oder negativ. Das heißt, wenn man sich heute Geld leiht, zahlt man weniger zurück. Der Staat, das können Privatpersonen nicht machen, weniger zurück, als man aufgenommen hat. Mhm. Lässt man dieses Geld für 10, für 20, für 30 Jahre wirtschaftlich arbeiten, schafft man Wachstum. Darf ich sagen, ich bin bei den Grünen. Ich rede davon, dass wir einen Wachstumsimpuls setzen, der dieses Land nach vorne bringt, der dafür sorgt, dass die technischen Innovationen hier mal wieder stattfinden und nicht nur in China und in den USA, dass wir so Wohlstand generieren und klimaneutral generieren. Das schafft dann Wertschöpfungsketten, Arbeitsplätze, die Leute zahlen Steuern. Dann zahlen wir weniger Geld zurück, als wir aufgenommen haben, und sind ein reicheres Land. Wir werden 2050 weniger Schulden haben oder jedenfalls keine höheren Schulden, als wenn wir es nicht täten, jetzt Geld in die Hand zu nehmen, weil wir weniger Wachstum generieren würden. Und wir werden trotzdem ein reicheres Land sein. Das ist das, worüber wir reden. Und die Antwort, unsere Lösung, unser Vorschlag ist, dass wir die Schuldenbremse beibehalten. Ich will nicht zurück zu vor der Schuldenbremse, aber in die Schuldenbremse eine Logik einführen, eine weitere Regel, eine Erweiterung der Schuldenbremse, die sagt, das, was neues Vermögen aufbaut, also neue Werte des Staates, neue Infrastruktur, neue wirtschaftliche Prosperität schafft, das, was sozusagen auch ein Vermögen ist, das darf finanziert werden. Und das nennen Sie Investitionsfonds? Das ist eine Investitionsregel. Also der Staat wird angehalten, nicht nur den Haushalt zu konsolidieren, sondern auch die öffentlichen Vermögen, unsere Gebäude, die Schulen, die Schieneninfrastruktur, das Glasfasernetz und so weiter ebenfalls auszubauen und zu erhalten. Und das ist ja was wert. Ich meine, man kann das ja aufs Private übertragen. Was nützt ein volles Sparbuch, wenn einem das Dach einfällt? Dann wird man ja immer sagen, ein renoviertes Dach ist ja auch was wert, buchstäblich was wert. Ja. Nur für die öffentliche Hand gilt das scheinbar nicht. So, gibt zwei Widerworte. Erstens, es ist ganz schön, wenn der Finanzminister wenig Zinsen zahlen muss. Der Sparer bekommt übrigens wenig Zinsen. Es gibt eine ganz
phänomenale, große, kalte Enteignung, sagt man dazu. Das heißt, die Menschen haben natürlich das Gefühl, dass ihnen nicht etwas geschenkt wird, sondern Geld genommen wird. Aber das ist die Antwort darauf, die ich gerade gegeben habe. Die niedrigen Zinsen sind Ausdruck dessen, dass wir eine Wachstumsschwäche in Europa haben. Absolut. Das heißt, die Zentralbank ist genötigt, damit das Geld im Umlauf bleibt, immer das Geld billiger zu machen, günstiger zu machen, die Möglichkeit, Kredite zu nehmen, immer weiter zu senken oder gesenkt zu haben. Hätten wir mehr Wachstum, hätten wir mehr Nachfrage, hätten wir mehr Beschäftigung, würde dann auch irgendwann der Zins wieder steigen. Das heißt, es ist genau andersrum. Das, was Sie gerade zitiert haben, ist ein Missverständnis dessen, warum der Zins so niedrig ist. In einer Wirtschaft muss Geld ausgegeben werden. Wenn alle sparen, hat man eine Wirtschaftskrise. Absolut. Wenn aber alle sparen, die Unternehmen halten das Geld zurück, weil der Staat seine öffentlichen Ausgaben nicht ausreichend nachkommt, die Privatpersonen sparen, weil wir länger leben und man Unsicherheit hat, wie die Rente sein wird. Und wenn dann auch noch der Staat spart, dann haben wir eine Wirtschaftskrise. Also ist der Grund für den niedrigen Zinssatz fehlendes wirtschaftliches Wachstum. Würden wir mit den Investitionen, Wachstum anreizen. Die Unternehmen würden die Portemonnaies auch aufmachen. Es sind ja immer nur Zulagen, die wir gehen. Der Staat schafft Arbeitsplätze. Wir würden Wachstum schaffen, würden auch die Zinsen langfristig wieder steigen. Wir fragen bei Herrn Truger nach. Herr Truger, die Grünen wollen, wenn ich das richtig verstehe, zwischen guten und schlechten Schulden unterscheiden. Die Schuldenbremse soll eingehalten werden. Es soll aber zusätzlich noch die Möglichkeit geben, zu investieren. Wir haben also einen alten Deckel und wir erfinden einen neuen Deckel und haben die alten Schulden aber noch nicht zurückbezahlt. Kann man, ich hoffe, das Bild geht einigermaßen, wenn nicht, korrigieren Sie mich gleich, kann man das einfach tun? Kann man zwischen guten Schulden und schlechten Schulden unterscheiden? Zurückgezahlt werden müssen beide, oder? Ja, natürlich müssen sie zurückgezahlt werden, beziehungsweise die Schulden müssen halt bedient werden. Die Regel, die Herr Habeck beschreibt, ist aber eigentlich keine neue Idee, sondern das ist eine traditionelle finanzwissenschaftliche Regel, die goldene Regel der öffentlichen Investitionen. Mhm. Und die Logik ist im Grunde wie beschrieben. Jetzt kann man streiten, wie genau grenzt man die Investitionen ab. Das mag manchmal vielleicht etwas schwierig sein, aber man kann beispielsweise auf die ganz normale Statistik zurückgreifen, die in Europa von Eurostat angewendet wird. Das ist eine klare Definition. Yeah. Und der Vorschlag ist tatsächlich, im Grunde genommen lehnt sich an das, was lange Zeit in den finanzwissenschaftlichen Lehrbüchern stand. Ich halte das für plausibel. Mhm. Und Sie würden sagen, das kann man machen. Interessanterweise, ja. Herr Merz, ich frage Sie jetzt erstmal, Sie haben, die Union setzt ja darauf, aus den Schulden herauszuwachsen. Sie gehen davon aus, dass diese Schuldenbremse nicht über Gebühr strapaziert werden muss und dass es gelingen kann, all das, was vor diesem Land steht, Klimaneutralität, große Revolution, eigentlich großer, riesiger Umbau, dass wir das schaffen, indem wir es herauswachsen, indem wir aus den Schulden herauswachsen. Also Frau Illner, bevor ich darauf antworte, muss man doch zu dem etwas sagen, was Herr Habeck hier gerade gesagt hat. Unbedingt. Also wo ist denn das Sparbuch, das volle Sparbuch des Staates, der jetzt das Dach reparieren muss? Der Staat hat kein volles Sparbuch. Wir haben Schulden, und zwar in großer Zahl. Naja. Im Übrigen, Herr Habeck, diese Zinsen sind nicht Ausdruck der Wachstumsschwäche. Wir haben vor Corona 10 Jahre das wachstumsstärkste Jahrzehnt in Europa, in der Welt gehabt, das wir überhaupt seit dem 19. Jahrhundert gehabt haben. Wenn das richtig wäre, was Sie gerade sagen, dann hätten wir die höchsten Zinsen aller Zeiten haben müssen. Die Zinsen sind niedrig wegen der EZB und der Zentralbankpolitik, die übrigens jetzt in Amerika langsam korrigiert wird. Die Europäische Zentralbank hält daran immer noch fest, was ich zunehmend problematisch sehe, obwohl wir mittlerweile Inflationsraten haben. Wir haben 4% in diesem Jahr, 5% im nächsten Jahr. Und wir hätten eigentlich, wenn Ihre Logik richtig wäre, längst schon sehr hohe Zinsen haben müssen. Das Thema Wachstum und Zinsen hat mit dem, was Sie hier an Zusammenhang hergestellt haben, nun gar nichts zu tun. Doch, darf ich? Nein, darf und jetzt sage ich noch ein Wort zu den Investitionen. Also, Sie sind eingeladen, damit Sie sich streiten. Ich würde sagen, gut, Sie können es einfach tun. Wenigstens mal einmal kurz widersprechen dürfen, was Herr Habeck hier gesagt hat. So, und dann haben Sie gesagt, und dann schafft der Staat die Arbeitsplätze. Der Staat schafft überhaupt keine Arbeitsplätze. Der Staat hat einen Beamtenapparat, der immer größer wird. Wir haben eine Bürokratie, die immer schwerfälliger wird. Die Arbeitsplätze werden in der Privatwirtschaft geschaffen. So, und wir haben privates Kapital in diesem Land in sehr großem Umfang, das mobilisiert werden könnte für Investitionen. Der Staat hat Investitionsmittel
nicht ausgegeben, weil sie einfach nicht ausgegeben werden können. Wir haben keine Handwerksbetriebe mehr, die das machen. Wir haben eine Bürokratie, die das nicht erlaubt. Selbst bei den von Ihnen so geliebten Windrädern brauchen wir 3 bis 7 Jahre, bis so ein Ding mal steht. Mhm. Da liegt das eigentliche Problem und das müssen wir lösen. Wir haben eine Investitionsschwäche nicht mangels Geld, sondern wir haben eine Investitionsschwäche, weil dieses Land zu langsam, zu träge, zu bürokratisch geworden ist. Und das zu beheben, wäre eigentlich die vordringliche Aufgabe. Und im nächsten Schritt müsste dafür gesorgt werden, dass das private Kapital in diesem Land Arbeitsplätze schafft. So, mhm. Das passiert aber nicht, weil die Unternehmen mittlerweile Angst haben vor dem, was nach diesem 26. September möglicherweise auf sie zukommt. Und deswegen bleibe ich bei meiner Behauptung. Das Programm von Ihnen atmet auf 137 Seiten Staatsgläubigkeit. Und Sie trauen der Privatwirtschaft nichts mehr zu. An der Stelle liegt das eigentliche Problem, was wir haben. Und das ist Corona nur verdeckt worden. Vorher hätten wir eigentlich schon längst viel weiter sein müssen. Wir sind es nicht, weil wir diese Schwächen in unserem Land haben. Mhm. Herr Habeck.